Hallo ihr Lieben, mein Name ist Uwe Walter und ich habe das Glück, dass ich durch meinen Beruf an viele Menschen gerate und viele Lebenssituationen und an viele, viele, viele Themen. Und ich würde euch gerne an diesem Wissen fürs Leben teilhaben lassen. Mein heutiges Thema ist Sprachenlernen. Und zwar kennen wir das alle, dass Sprachenlernen sehr anstrengend ist und in der Schule auch nicht immer unbedingt Spaß gemacht hat. Ich habe vor kurzem mit dem Freund darüber gesprochen, der sagte, Uwe, es tut mir leid, aber Sprachenlernen, das ist gar nichts für mich. Ich bin da eine totale Niete. Es geht bei mir nicht rein, das bringt bei mir nichts. Ich habe das aufgegeben. Und da habe ich gesagt, du, ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass das mit der heutigen Technologie, mit dem heutigen Wissen an Didaktik und Methodik ganz anders ist als früher. Und das konnte er kaum glauben. Da habe ich angefangen, es ihm zu erzählen. Also ganz kurz vielleicht zur Vorgeschichte. Und zwar in der Schule, wie gesagt, hatte ich auch Schwierigkeiten, Sprachen zu lernen, aber habe es eigentlich schon eigentlich theoretisch gern gemacht. Leider hatte ich während meiner Schulzeit, also während dem Gymnasium, nie die Möglichkeit, in Frankreich oder in England wirklich so einen Aufenthalt zu machen, sodass ich das alles quasi rein nur schulisch gelernt habe. Und deshalb konnte ich das auch nicht so leicht fließend. Dann ist aber Folgendes passiert. Ich habe dann als Regieassistent für Volker Schlöndorff gearbeitet in Babelsberg. Und in den Sitzungen habe ich immer erlebt, wie der quasi fließend von Englisch ins Französische und dann ins Italienische wechseln konnte. Und zwar einfach in der Sitzung, weil da unterschiedliche Nationalitäten im Raum waren. Und ich fand das total faszinierend und hab mir damals geschworen, Uwe, du wirst unbedingt noch Italienisch lernen. Denn ich fand es ganz toll, er hat ein Haus ja in Italien und ich dachte mir, das wäre so schön, einmal im Leben Italienisch zu können. Und dann habe ich das über Jahre verloren und dachte mir, aber eigentlich möchte ich das irgendwann mal können. Genau, also das war so quasi ein Motivator vor knapp 25 Jahren. Genau, und jetzt ist Folgendes passiert. Mein Sohn hat in der Schule ja auch Sprachunterricht und jetzt neuerdings nicht nur Englisch, sondern auch jetzt Französisch. Im Englischen ist er wirklich gut und im Französischen tut er sich ein bisschen schwer. Und ja, auch er war jetzt noch nicht in Frankreich und konnte keinen Sprachaufenthalt dort machen, sodass er das auch im Trockenen lernen muss. Und zwar wirklich teilweise echt einfach auswendig lernen von Vokabeln. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, da gibt es doch ganz tolle Software, lass uns doch mal so eine Software ausprobieren. Und dann habe ich mal geöffnet, da gibt es ja so kostenlose Übungsmöglichkeiten, und in dem Fall war das die Software Bubble. Und dann haben wir es mal ausprobiert und dann hatte er gleich ein Erfolgserlebnis. Das hat ihm Spaß gemacht, weil man kann da, Fotos werden da gezeigt mit Gegenständen oder Menschen oder Situationen und dann wird ein Text dazu gesagt oder ein Wort und dann wird es ausgesprochen, das muss man wiederholen und wieder zuordnen. Ist eigentlich ein Sprachlernspiel. Und ich habe gemerkt, das macht ihm Spaß, er kriegt Punkte dafür und jetzt habe ich einfach beschlossen, das mit ihm gemeinsam zu machen. Das heißt, wir üben gemeinsam Sprachenlernen. Und da habe ich mich natürlich erinnert an mein Italienisch-Thema. Und habe gerne gedacht, Mensch, das Kind, Uwe, probiert es doch mal aus, auch mit Italienisch. Und dann habe ich einen Freund in Freiburg, der mir mal erzählt hat, dass er eben ein Lernprogramm entwickelt hat für Sprachenlernen. Und zwar basierend auf dem Muster oder auf dem Modell von dem Superlearning. Das hat mir ein bulgarischer Professor entwickelt und hat herausgefunden, wie man quasi Sprachen oder andere Dinge lernen kann, welchen Gemütszustand man dazu braucht. Also habe ich mir das auch mal angeschaut. Das System heißt Jicky. Jicky, J-I-C-K-I, genau. Und auch das habe ich mal ausprobiert und habe gemerkt, wow, auch das ist interessant. Und dann habe ich gemerkt, ich mache das jetzt schon einige Tage, dass wenn ich das abends mal für eine halbe Stunde mache, dass ich tatsächlich Lernfortschritt mache. Und zwar enorm schnell. Und das ist so eine Euphorie, die ich da gerade erlebe, weil ich gemerkt habe, das ist ja viel schneller zu lernen und mit größeren Lernfortschritten, als ich das noch von der Schulzeit kannte. Genau, also habe ich jetzt angefangen, sowohl mit Bubble Italienisch als auch mit Jicky Italienisch zu üben. Und dann habe ich natürlich angefangen, auch nach noch mehr Software zu schauen und nach noch mehr Methoden und was gibt es denn da so auf dem Markt? Und dann festgestellt, da gibt es ja unfassbar tolle Anbieter. Zum Beispiel ein Anbieter, der nennt sich Rosetta Stone. Also der Stein der Rosette. Der Name ist abgeleitet von einem der berühmtesten Schrifttafeln, die man jemals gefunden hat. So kurz vor Christus wurde die damals entwickelt und gefunden wurde sie, glaube ich, vor 100 Jahren etwa. Und mit dieser Tafel, wo ein Text beschrieben wird, aber in drei verschiedenen Sprachen geschrieben, mit dieser Tafel konnte man tatsächlich die Hieroglyphen von Ägypten lernen zu enträtseln, zu dekodieren, zu entziffern.
Also dieser Stein ist weltberühmt geworden als Meilenstein der Sprachforschungsgeschichte, weil sie uns ermöglicht hat, sozusagen die ägyptische Kultur zu verstehen, und zwar ihre Sprache. Also ein Wahnsinnsname und auch eine tolle Idee. Dahinter liegen zwei Menschen, die in den 70er Jahren, schätze ich, in Deutschland studiert haben. Genau findet man das nicht so leicht heraus. Also zwei Amerikaner studieren in Deutschland und mussten dafür natürlich die Sprache lernen. Und als sie dann zurück waren in Amerika, haben sie sich damit beschäftigt. Da gab es schon eine Firma, nämlich für Sprachlernen. Die hieß damals Fairfield, glaube ich, Language Technologies. Und beide waren halt hier, mussten hier Deutsch lernen, sind dann zurückgegangen. Und der eine kam aus dieser Fairfield-Familie. Und die beiden zusammen, die waren verschwägert. Und der Stolzfuß, also der Alan Stolzfuß, der eine von den beiden, der sagte, ich glaube, dass man Sprache lernen könnte, und zwar so, wie man das auch im Leben lernt. Also, und zwar so, dass wenn die Eltern mit einem Ball spielen, dann benennen sie ja den Namen Ball, ja, und sagen, komm, gib mir mal den Ball. Und so wie die Eltern einem das ganz natürlich beibringen, so könnte man eigentlich auch das Sprachenlernen quasi Erwachsenen vermitteln. Und deshalb arbeiten die nur mit Bildern und mit Bildern und mit Situationen, und zwar wirklich regenerativ, also nachbildend, wie man als Kind zur Welt kommt. Also man fängt mit den einfachsten Bildern an und einfachsten Lebenssituationen. Man sieht dazu dann die Sprache, spricht sie nach, und so lernt man ganz intuitiv wie ein Kind Bilder und Situationen zu verknüpfen, auch die Aussprache zu verknüpfen. Und dafür haben die eine besondere Software entwickelt, wo man das üben kann, das Sprechen dieser Sprache. Also auch das eine super Software, allerdings ist die sehr hochwertig und kostet auch relativ viel Geld. Also wesentlich mehr als Chiki, die kosten 60 Euro etwa im Jahr und Bubble etwa 80 Euro im Jahr, je nachdem in welcher Ausstattungsvariante. Wenn man nur eine Sprache lernen will, dann nochmal deutlich weniger. Alles sind verfügbar, sowohl auf dem Festnetzgerät wie auch auf dem Handy, also auf einer App. Und dann gibt es noch es gibt auch noch andere, Busuu zum Beispiel, auch von Deutschen wieder gegründet eben, und die sitzen jetzt in London, kosten auch Geld, sind ähnlich aufgebaut, finde ich, wie Rosetta Stone. Und dann gibt es noch ein ganz anderes System, das ist entwickelt worden von der Carnegie Mellon University, das nennt sich Duolingo, ist komplett kostenlos und ist mittlerweile, glaube ich, bei 120 Millionen Menschen angekommen und wird von 120 Millionen Menschen runtergeladen, auch verwendet. Dort ist der Trick halt einfach, dass die sagen, wir wollen, dass jeder Mensch kostenfrei Sprachen lernen kann. Das ist also eine idealistische Idee. Es wird auch mit Unterstützung getragen von Google, sind auch zum Teil ehemalige Google-Mitarbeiter. Also auch das ist eine ganz tolle Software, nennt sich Duolingo. Also ihr habt jetzt von mir ein paar Beispiele gehört von verschiedenen Sprachmöglichkeiten. Und wie gesagt, ich habe jetzt selber ja angefangen damit und übe das zum Beispiel auch während dem Autofahren, dass ich mir das dann übers Auto einspiele, übers Handy, dann über den Bluetooth-Connections, dann auf den Lautsprecher im Auto, und dann übe ich die Aussprache und die Grammatik, und ich merke, das macht echt Spaß. Und jetzt kommt noch hinzu, dass ich einen Auftrag habe oder wir einen Auftrag haben in Irland und dort ein Coaching geben. Und da ist mir natürlich klar geworden, dass es auch da wieder super gut wäre, sozusagen mein Business-Englisch zu optimieren. Und da gibt es beispielsweise auf Bubble oder auf der Plattform Bubble ganz tolle, spezialisierte, situative Kurse. Also wo man ganz speziell Präsentationen oder BWL-Businesspläne und so weiter besprechen kann. Alles in der englischen Sprache. Das heißt, mir ist aufgefallen, dass einfach das Sprachenlernen heute ein komplett anderes ist als früher. Und dass es genial einfach ist und es unglaublichen Spaß machen kann. Ob man den Spaß hat, das hängt, glaube ich, immer davon ab, ob man eine intrinsische Motivation hat. Und es gibt da so einen schönen Spruch, den der liebe Timo Kall, ein Freund von mir und Personal Trainer, gesagt hat eben, if the why doesn't make you cry, it's not a why. Also ich glaube, wenn man wirklich Bock hat und motiviert ist, wie ich zum Beispiel jetzt Lust habe, meinem Sohn zu unterstützen beim Französischlernen oder meinen Irlandaufenthalt vor der Tür steht, wo ich ja schon ein paar Mal unterrichtet habe und dort gearbeitet habe. Aber ich merke, dass es ein guter Grund ist, nicht nur wenn man eine Rede hält in englischer Sprache, sondern auch wenn man eben halt für mehrere Tage dort Coachings gibt, dass es total Spaß macht, dann das aufzufrischen. Aber darüber hinaus habe ich einfach Lust, ja auch mein Italienisch weiterzuentwickeln. Und ich habe aus Spaß mal ein bisschen Arabisch jetzt probiert und so, merke, das ist nicht mehr unerreichbar. Und deshalb wollte ich euch da unbedingt an dieser tollen Idee teilhaben lassen.
Und interessanterweise hat dann der Freund von mir, der eben gesagt hat, ah, Uwe, das ist für mich nichts, ich bin kein sprachbegabter Mensch, ich kriege das nicht hin, bei mir fällt das durch, ich kann nicht gut aussprechen, der sagte dann plötzlich zu mir im Gespräch, Uwe, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das gar nicht so schwer und vielleicht hast du recht, vielleicht lohnt es sich. Bei ihm ist es das Besondere, dass der bei einem japanischen Konzern arbeitet und dass der relativ häufig im Jahr in Japan ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch eine ideale Motivation, im Flieger oder auch davor, ein, zwei Wochen davor, einfach Japanisch sprechen zu üben. Und weißt du was? Das hat bei ihm Klick gemacht und er sagt, Mensch, das probiere ich jetzt aus. Und wisst ihr was? Ich finde es ja total toll, wenn man einfach mal was ausprobiert und merkt, da geht was. Und es ist fürs Gehirn auch gut, auch für die Motivation gut. Und es, man merkt dann, dass da echt was Tolles geht. Und was mich auch dabei fasziniert ist, weil ich ja gerade auch Computersprachen lerne, mich mit Computersprachen beschäftige und merke, also eine mündliche Sprache oder eine Kommunikationssprache im klassischen Sinne, also eine linguistische Sprache und auch eine Computersprache, haben auch gewisse Ähnlichkeiten. Und es gibt einfach einem immer ein tolles Gefühl, wenn man so eine Sprache lernt und sie besser versteht. Das heißt nicht, dass man sie dann perfekt sprechen muss, aber man fühlt sich wohler und man kriegt einen neuen Horizont. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man reist jetzt nach Russland und man könnte vorher mal in der Zeit, wo man weiß, dass man da hinreist und auch dazwischen mal Russisch lernen und man versteht schon ein paar Wörter, man kann so einen kleinen Smalltalk machen. Das ist doch eine tolle Situation, oder nicht? Also ich finde das bombastisch. In diesem Sinne hoffe ich euch jetzt begeistert zu haben für das Sprachenlernen und euch zu motivieren. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile einfach super schöne Angebote. Man muss nur auf Google mal eingeben, Sprachenlernen. Ich selber kann jetzt sagen, dass ich mit Babbel gerade erfolgreich angefangen habe zu arbeiten und denke mir einfach, dass es vielleicht sogar ganz sinnvoll ist, mal mit mehreren auszuprobieren. Entscheidend ist für mich eine alte Erkenntnis der Psychologie bzw. auch der Didaktik, nämlich dass man Dinge wiederholen muss. Das heißt, man hat eine Lektion beispielsweise und man übt die und dann könnte man ja zur zweiten Lektion gehen. Das macht, finde ich, manchmal auch total viel Sinn, dann zur dritten, zur vierten, bis zur 19. oder 20. Lektion. Was ich aber auch merke, was ganz toll ist, sie immer wieder mal zu wiederholen. Denn durch die Wiederholung verstärkt sich das, ja. Und das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht bei meinem Jiggy-Kurs. Ich habe da jetzt zum dritten Mal dieselbe Lektion angehört, nämlich diese kostenlose Version, die man im Internet bekommen kann. Und ich merke beim dritten Mal, da geht es um so einen Dialog, den man führt, eine kleine Geschichte, die in Florenz am Bahnhof spielt. Und es ist halt echt total toll zu merken, dass wenn ich die paar Mal durchgemacht habe, die Übung und diese Story gehört habe, dass ich sie nahezu reibungslos verstehe. Das ist einfach irre. Irre, wenn man erlebt, dass es besser wird. Ja, ich hoffe, dass ich euch dafür begeistern konnte. Also wenn es sich anbietet, entweder mit euren eigenen Kindern mitzulernen, sie deshalb noch mehr zu motivieren. Die haben zum Teil eben nicht diese moderne Lernmethodik in den Schulen, was sehr traurig ist. Denn die Schulen haben sich da dem nicht angeschlossen, diesen neuen Verfahren. Zum Beispiel dem auch gerade von Rosetta Stone, die nennen es dort immersives Lernen. Ich finde, dass das ganz viel dafür spricht und ich bin echt froh, dass wir in unserer Menschheit so weit sind, dass wir diese Sprachbarrieren immer weiter abbauen. Zum Beispiel auch durch Google Translate, was ich oft benutze. Wir werden in der Zukunft oder jetzt schon quasi Software ja benutzen können, wo wir live übersetzen können. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch toll, wenn man das selber echt sprechen kann. Also in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Start in die Woche und gute Zeit, euer Uwe. Ja, und wenn es euch Spaß macht, dann liked mich doch gerne oder ja, sagt mir, dass es euch Spaß gemacht hat oder gebt mir Anregungen oder ergänzt durch tolles Wissen und alles Liebe, euer Uwe.